Mein Name ist Alan Wake und ich bin Schriftsteller. Ich muss Ihnen etwas Wichtiges erzählen. Es lautet so. Denn er wusste nicht, dass unter dem See, den er Heimat nannte, ein tieferer, dunklerer Ozean liegt, wo die Wellen wilder und noch ruhiger wiegen. Alright. Seine Häfen habe ich gesehen. Seine Häfen habe ich gesehen. Verstehen Sie? Ich musste was mit der Kette tun, um die Tür zu öffnen. Eine gute Erinnerung für Nachtschwärmer. Das Kraftwerk leuchtete in der Nacht, ganz nah, aber ich musste noch einen Weg dorthin finden.
Die meisten hier sind gut ausgebildet. Children of the Elder God, Text von Old Gods of Asgard, erste Strophe und Refrain. Krieger, Fackelträger, kommt, löst unsere Träume ein, entzündet ein Licht in der Nacht, da Böses aus anderer Welt nicht sei entfacht. Euer Lotse sei Odins Macht, sie lenke euch fort von der Vernunft. Des Hammers Wort soll erklingen, in seinem Namen sollt ihr singen. O Memory und Thought, schwarz, mit Krallen bewehrt, Children of the Elder God, Geißel des Lichts, im Namen des Dunkels. Thank you.
her führen. Ich erkannte das Logo auf dem Schild des Kraftwerks. Man hatte es hier an allen möglichen Orten aufgemalt. Es wies stets auf verborgene Vorräte hin. Keinen Schritt weiter! Miss Weaver, Cynthia, ich bin ein Freund! Beweisen Sie es! Sie kannten Zane, Thomas Zane. Sie sind die Lady des Lichts aus dem Song. Sie können mir helfen! Wird auch Zeit. Junger Mann, ich warte schon seit einer sehr langen Zeit auf Sie. Er ist im hellen Raum. Verzeihung? Der Gegenstand, mit dem Sie das Dunkel zurücktreiben können. Der helle Raum ist beim Staudamm. Dort ist der Gegenstand sicher. Hilft er mir, Alice zu finden? Bringt er mich zur Hütte zurück? Dann los, meine Freunde können mit dem Hubschrauber zurückkommen. Nachts
gehen wir nicht hinaus. Das ist Regel Nummer eins. Sie haben die Regeln gebrochen, junger Mann. Und was hat uns das eingebrockt? Nein, ich kenne einen Geheimweg. Einen hellen Weg. Ein altes Wasserrohr. Beim Umspannwerk ist etwas beschädigt worden. Die ganze Reserveenergie wird abgezogen. Ohne sie wird das Rohr dunkel sein. Die Leitung zum Werk muss gekappt werden. Und Sie wollen, dass ich es tue? Junger Mann, Sie sind derjenige, der gerne Regeln bricht. Ich darf nicht draußen im Dunkeln sein. Der Schalter befindet sich draußen. Weaver hatte mich geschickt, die Stromzufuhr zum Umspannwerk zu kappen. Ich wollte ihr helfen, damit sie mir auch helfen würde. Hoffentlich war Weaver zuverlässig. Ich war vor etwa einer Woche in diese verrückte Welt gestolpert. Sie aber lebte dort schon seit Jahrzehnten. The Poet and the Muse, Text von Old Gods of Asgard. Refrain. Um jetzt deine Liebste zu befreien, musst den Schlüssel der Hex du dir leihen. Finde die Lady des Lichts, verrückt in der Nacht. Ohne sie bist du nichts, vor nächtlichen Gewalten. Nur so kannst du das Schicksal umgestalten. Ich konnte den Notschalter sehen, der die Stromversorgung des Umspannwerks kappen würde. Jetzt musste ich nur noch rankommen. Wer entwirft sowas? Das Umspannwerk versank ohne Strom im Dunkeln. Weavers Wasserrohr sollte nun ein gefahrloser Weg sein. Thank you.
entlang, junger Mann. Los, los, das Rohr ist jetzt leer. Wir können gehen. Wir müssen hier entlang. Ich kannte sie beide, Tom und Barbara. Ich war so in ihn verliebt. So ein schöner Mann. Ich war eifersüchtig. Es gab einen Teil von mir, der vielleicht ein wenig froh war, als sie den Unfall hatte. Und dann fing Tom an zu schreiben und erweckte das Dunkel. Er versuchte, sie zurückzuholen. Aber das geht nicht. Es gibt nicht einfach so ein Rückfahrticket. Ich fange an, es zu verstehen. In dem Fall, junger Mann, sind sie vielleicht klüger, als Tom es war. Die Hexe sah so aus wie sie, aber sie war es nicht. Barbara war so lieb. Er begriff zu spät und versuchte, es ungeschehen zu machen. Schrieb sich selbst, sie und alles, das er je verfasst hatte, aus der Welt. Ach, er war so berühmt. Und anschließend wusste das niemand mehr. Oh, Tom. Er ließ nur einen Gegenstand in meiner Obhut zurück, für den Fall, dass es wieder passiert. Eine Versicherung. Er vertraut und hat mich vielleicht auch ein klein wenig benutzt. Tom wusste um meine Gefühle, wusste, dass ich nicht ablehnen würde. Ich richtete den hellen Raum ein und lagerte den Gegenstand dort. Er wartet auf sie. Wir sind Figuren, gefangen in einer Geschichte, die sie geschrieben haben. Wenn das Dunkel nicht aufgehalten wird, erlebt keiner von uns das Ende. Woher wissen Sie das? Tom hat es genauso geschrieben. Er spricht noch immer zu mir, im Fernseher, von jenseits der Welt, aus der Tiefe. Das Dunkel hat uns beide berührt, junger Mann. Er hat uns beide mit dem Licht gerettet. Aber das Dunkel, es krallt sich fest, hinterlässt ein Mal. Das Rohr wird uns direkt zu dem hellen Raum führen. Okay, ich muss meinen Freunden Bescheid geben, wo wir hingehen. Hallo! Al! Barry, wir gehen durch ein Rohr zum Staudamm. Trefft uns dort! Okay, ich sage Sarah! Ah, Sarah also! Oh nein! Scheiße, verdammte Shit! Barry! Barry! Wir müssen nachsehen, wie es ihnen geht. Die sind vermutlich tot. Sie müssen zu dem hellen Raum gehen. Seien Sie kein egoistischer Idiot. Das ist mein bester Freund. Schön, seien Sie ein Idiot. Ich nehme das Rohr, ich treffe Sie am Staudamm, falls Sie es schaffen. Wenigstens musste ich mir um sie keine Sorgen machen. Sie wusste sich zu schützen. Children of the Elder God, Text von Old Gods of Asgard, zweite Strophe und Refrain. Kratzende Hexe, zieh die Krallen ein,
Deine Zähne lass sie knirschen. Hast Sklaven genommen, konntest dich ranpirschen, wie Ozean wählen. Spüre den Ozean. Vater Thor segne den Krieg zwischen Dunkel und Licht. In ihren Liedern mit gebrochenen Gliedern bring das Ende der Nacht. O Memory und Thought, schwarz mit Krallen bewehrt. Children of the Elder God, Geißel des Lichts im Namen des Dunkels. Sheriff Breaker! Sarah! Die Absturzstelle sah schlimm aus, aber ich glaube, das Wrack war leer. Cassidy in Sundance Kid machen. Ich habe ein anderes Ende im Sinn. Ich wusste, du schaffst es. Warum das? Das flammende Auge von Mordor. Weaver trifft uns am Damm. Ich halte das nicht mehr lange aus. Komm schon, Al. Können wir nicht hier warten? Bitte. Sehen Sie die Lichter? Das ist der Aufzug, den wir nehmen müssen. Echt geht über Wanderung. Was zum Teufel ist das? Das ist ja überall! Was das? Sind wir sicher? Das war... Wow, ich glaube, das war's. Ich habe ein ganz mieses Gefühl. Wir müssen gut aufpassen. Müssen Sie abwehren!
Wir sind fast da. Oben gibt es einen Eingang in den Staudamm. Wie sieht der Plan aus, Wake? Weaver ist verrückt. Doch sie hat was von Zane bekommen, um die Dinge wieder zu richten. Klasse! Könntest du bitte noch etwas ungenauer sein? Thomas Zane? Im Ernst? Könnte auch von Paul Bunyan oder Bigfoot sein. Ja, er war real. Vor und findet Weaver. Sie sollte beim Staudamm sein. Ich muss es da oben allein schaffen. Okay, Wake. Viel Glück. Verlieren Sie nicht Ihren Kopf. Oh, bitte, sei vorsichtig. Ich passe auf Mary auf, Wake. Passen Sie nur auf sich selbst auf. Das kann doch nicht wahr sein. Zahlenmäßig war ich unterlegen. Der Suchscheinwerfer konnte da helfen. Thank you.
haben es geschafft. Gut gemacht. Ich bin froh, dass ich falsch lag. Aber das Risiko war wahnsinnig hoch. Keine Sorge wegen des Lärms. Wir sind sicher. Ich kümmere mich nun schon seit vielen Jahren um den Heldenraum. Es gibt keine Schatten dort. Die Stromversorgung ist ausfallsicher und alle Glühbirnen sind nummeriert und werden regelmäßig nach Marke und Modell ausgewechselt. Klar. Sie haben auch hier gearbeitet. Sie müssen das hier gebaut haben. Ja, das stimmt. Jetzt gehört er mir.